So, wartet, ich bin gleich ansprechbar. So, ihr Lieben. Da ist er mit, jetzt wollte ich sagen Trails of Cold Steel, aber das ist nicht mal ansatzweise korrekt. Nein. Da ist sie mit, Arno Search. Wir hatten letztes Mal, ich glaube, hatten wir Gespräche noch oder habe ich letztes Mal gesagt, wir müssen Dinge tun? Hi, Eist! Ich entschuldige mich übrigens dafür, dass ich schon eher da bin als eigentlich geplant, aber ich kann mich gerade auf nichts anderes konzentrieren und muss mich gerade mal so geistig ablenken. Deswegen, sorry, not sorry. Okay, wir hatten keine anderen Gespräche. Das heißt, wir gehen jetzt mal zurück zu. Ihr wisst schon wen? Eri, in dem Moment, wenn sie alle Worte verloren hat. Zu ihmchen hier halt, ne? Ich glaube, da hatten wir noch ein paar Events und danach müssen wir uns noch an Kanon rantasten. Oh, das erinnert mich daran. Ich habe ein paar neue Dinge auf Lager. Nimm dir Zeit, wenn du interessiert hast bist. Was gibt's denn Neues? Oh, Shawanuayate. Und Star Imperocria. Gibt's irgendwas, was wir hier noch nicht haben? Haben wir alles. Haben wir mindestens alles einmal. Irgendwas, was wir noch nicht synthetisiert haben, wo wir jetzt vielleicht was dazu gewonnen haben? Nö. Nö. Ja, dann können wir ja talken. Tatoria, du solltest aufhören zu weinen. Und ich sollte vielleicht mal meinen VTuber nicht unbedingt in die Kiste stecken. Wartet. Ja, hier passt sie besser. So, ich habe mir gedacht, eigentlich mittig, weil ja da auch die Cam wäre, aber ist gerade ein bisschen unpraktisch. Deswegen, ich glaube, da passt es ganz gut wieder. Ja, Tatoria, du bist doch stärker als das. Was ist los mit ihm? Weint er? Oh, Lady, wir haben ein paar Schwierigkeiten. Was ist denn passiert? Ja, da ist dieses Buch, das ich liebe, aber er fing an zu weinen, als er es anfing zu lesen. Buch? Welche Art von Buch ist es denn? Es ist ein großes, episches Abenteuer, wie wir das doch alle gerne mal hätten. Ja, Skipper, willst du irgendwas sagen? Ihr hört euren Meister. Ja, willst du mehr dein Gefolge sagen? Er sagt, Futter. Gedeihet mir Futter. Das hat euer Meister gesagt. So. Ich bin mir sicher, dass er das gesagt hat, weil er sagt nie andere Dinge. Ha? Ein episches? Es geht um Helden, die sich erheben als eine Plage, als eine Krankheit ihr Dorf plagte. Sie versuchten gemeinsam eine Heilung zu finden. Das klingt nach Spaß. Vielleicht sollte ich es auch mal lesen. Das ist okay, aber das ist ein Bilderbuch, weißt du? Ein Bilderbuch? Aber du sagtest, es sei ein episches Abenteuer. Es hat nur 20 Seiten oder so. Es ist episch, weil es nur 20 Seiten sind. Es lässt dich fragen, was zwischen jedem dieser Bilder passiert ist. Du liest das in die vollkommen falsche Richtung. Nun, es ist unmöglich, auf eine Reise zu gehen, nur auf einer Seite und auf der nächsten bei deinem Ziel anzukommen, nicht wahr? Sie haben wahrscheinlich diese Stellen entfernt, weil es ein Bilderbuch ist. Aber ich habe das Gefühl, dass es viele Schwierigkeiten gab.
wenn ich so anfange, darüber nachzudenken, ich wurde plötzlich von Emotionen überwältigt, wisst ihr? Ich weiß, wie du dich fühlst. Du machst Scherze, nicht wahr? Wer liest denn ein Bilderbuch auf die Art und Weise? Also wirklich. Skippy! Pass doch mal auf, du, mit deinem dicken Hinterteil. Ja, ich rede von diesem dicken Hinterteil da, mit diesen Schenkeln und diesen... Da, genau dieses Hinterteil, meine Schatz. Das hängt vom... Das hängt vom Buch ab. Ich versuche mir vorzustellen, was zwischen den Szenen passiert ist. Du bist wirklich seltsam, Eon. Aber das klingt auch irgendwie interessant, es so zu lesen. Vielleicht sollte ich das nächste Mal probieren. Du solltest es mit einem Buch probieren, wo die Leute auf ein Abenteuer gehen. So wie dieses hier. Es ist leicht, sich vorzustellen, wie viele Dinge auf ihrer Reise von einer Stadt zur nächsten passiert sind. Ja. Und wenn es eine große Lücke zwischen den Szenen gibt, das tue ich immer. Man bekommt so viel Spaß durch ein einziges Buch. Das ist eine ziemlich kosteneffektive Art und Weise zu lesen. Ich denke, ich habe so ein paar Bücher, also muss ich es so ausprobieren, sobald ich nach Hause komme. Was denn? Sorry, ich bin müde. Ich werde heute Nacht nicht gut schlafen, wissen wir doch alle. Wenn du so eine fortgeschrittene Lesetechnik probierst, dann wirst du niemals in der Lage sein, wieder normal zu lesen. Kein Grund zur Sorge. Ich werde es ja nur probieren. Das ist eine fortgeschrittene Lesetechnik? Feli? Feli, geht es dir gut? Mir geht's gut. Bist du sicher? Ist dir schwindelig? Nicht wirklich. Mir geht's gut. Ich denke, ich bin nur ein bisschen zu aufgeregt gewesen. Soll ich dich nach Hause mitnehmen? Ich würde es begrüßen, wenn du mich nach Hause mitnimmst. Aber wirklich, mir geht's jetzt gut. Tut mir leid, dass ich euch allen Sorge bereitet habe. Nun, wenn du das sagst, dann nehmen wir dich beim Wort. Glaubst du, sie kommt vielleicht zu oft hierher? Ich meine, sie hat die ganze Zeit zu Hause gelebt, nicht wahr? Und dann fängt sie plötzlich an, jeden Tag hierher zu kommen. Aber wenn der Ort warm ist und ich nicht zu aufgeregt bin, dann geht es mir gut. Außerdem ist es zu Hause langweilig, so ganz allein. Überanstreng dich einfach nicht. Okay, ich hab verstanden. Ich möchte euch ja keinen Ärger bereiten. Niemand sagt, dass es Ärger sei. Ja, wir machen uns einfach nur Sorgen. Wir haben niemals gedacht, dass du Ärger bedeutest, Feli. Also geh sicher, dass du es uns sagst, wenn du dich krank fühlst. Okay, ich verspreche es. Wir können weiterreden. Oh, was glaubst du nur? Was denkst du dir da nur, Tatoria? Nein, ich fühle das nicht. Ich nehme an, du bist einfach zu klein. Meine Schultern zu massieren ist ein großer Befehl für dich. Was? Größe hat doch nichts damit zu tun. Nun, es fühlt sich mehr so an, als würde jemand meine Druckpunkte berühren, statt meine Schulter zu massieren. Haben Schal überhaupt Druckpunkte? Das ist eine gute Frage.
Ich habe daran noch nie gedacht, also habe ich mir auch nie Sorgen darum gemacht. Ich auch nicht. Obwohl Schal ja auch nicht krank werden können. Ich verstehe also, ich sehe also nicht, warum sie irgendwelche Pressurpunkte brauchen würden. Aber deine Schultern sind doch steif, nicht wahr? Nein, ich wollte einfach nur sehen, wie es sich anfühlt, wenn Vio mir eine Massage gibt. Das ist der Grund? Nun dann, ich denke, das sollte reichen, Vio. Danke. Warum wolltest du überhaupt, dass Vio dir eine Massage gibt? Nun, ich habe in der Nacht dieses Rezept gemacht und ich wollte mich jetzt entspannen, da ich damit fertig bin. Und um es vollständig zu genießen, dachte ich, dass eine Schultermassage dafür reichen würde. Das bedeutet nicht, dass du mich das... Das bedeutet nicht, dass du mich das hättest tun lassen sollen. Nun, also hier ist das Rezept. Neuro und Fag. Fag! Neurofatsch? Ich frage mich, ob das gut schmeckt. Feli, das bedeutet Patsch, not Fatsch. Also nicht Fatsch. Patsch? Ich frage mich, was das ist. Es bezieht sich auf Makrophage, Makropages. Wie spricht man das eigentlich auch? Phages oder Pages oder... Gibi, wie spricht man das aus? Nicht Köpfchen am Bein reiben, sagen, wie man es ausspricht. Mau spricht man es aus, okay. Hab dich auch lieb. Weißt du, was das ist, Urfus? Leukozyten? Wow, du hast absolut recht. Ich bin beeindruckt, dass du das wusstest. Urfus hat eine Menge obskures Wissen. Es ist manchmal sehr überraschend. Ich habe dieses Rezept durch die Inspiration von weißen Blutkörperchen gemacht und wie sie Bakterien fangen und zerstören. Und natürlich kommt der Neuropart aus den Neuronen. Ich glaube nicht, dass es für euch, für den Rest von euch offensichtlich ist. Du redest von Nervenzellen, nicht wahr? Wow, du weißt so viel, Lady. Ich kenne nur das Wort, das ist alles. Da Nervenzellen und weiße Blutkörperchen deine Inspiration sind, habe ich das Gefühl, dass dieses Rezept weit über den anderen liegt. Nun, das ist ja der Plan. Ich habe meine Rezepte, meine Rezepte mit diesen Dingen im Kopf halt gemacht. Ich habe ein paar Rezepte erstellt und mein Selbstvertrauen aufgebaut. Also wollte ich meine Fähigkeiten testen. Ich verstehe. Ich kann es kaum abwarten zu sehen, was du daraus machst. Ich mache mir aber ein bisschen Sorgen, um ehrlich zu sein. Nach dem, was wir alles wissen, könnte etwas Seltsames rauskommen. Okay. Vielleicht werden ein paar von ihnen seltsam sein, aber doch nicht alle von denen. Jedenfalls, sobald du alle Zutaten gesammelt hast, lass es mich wissen. Ich kann es nicht abwarten, sie herzustellen. Ich hoffe, es wird etwas Schönes. Hoffen wir auch. Am Ende haben wir irgendwie dann Porno-Schmuddelheftchen hergestellt, aus Versehen. So, mal wieder lächerlichen Tanz sehen, weil hin und wieder muss man das halt mal gucken. Ich könnte schwören, ich sehe bei Ion manchmal einen Nippel. Sie sind hier, um den Frieden des Körpers zu beschützen. Das Phage Predator Team. Sollte man nicht sowas wie Man oder Ranger im Namen hinzufügen? Sowas wie Phage Rangers? Das sind ja keine Leute, also wäre es seltsam, sowas zu machen. Ich verstehe nicht, wovon du da redest. Warum hast du es dann überhaupt Team genannt?
ich denke, du wirst es verstehen, wenn du wenn du in die Kopf in die Box. Wenn du in die Box hineinsiehst, da sollte eine ein Kapselplatz sein. Sobald du das siehst, wirst du es definitiv verstehen. Es scheint, als würden es da rote, blaue, pinke, gelbe und schwarze Kapseln geben. Und wie genau kann das ein Team sein? Warte, du weißt es nicht? Ah, Go, Go, Power Rangers! 5 Farben machen ein Heldenteam aus. Yay, ich wusste, dass du das wissen würdest. Natürlich würde er das. Jeder, der das nicht versteht, ist einfach nur seltsam. Nenn mich nicht seltsam. Ich bevorzuge die Art von Helden, die allein für die Gerechtigkeit kämpfen und nicht jene, die sich zusammenraufen müssen. Oh, also bevorzugst du die einsamen Helden, Vio? Ich verstehe nicht, was so großartig an einsamen Helden ist, die nicht einmal eine Kombinationsfähigkeit haben. Sie kämpfen allein, ungesehen von anderen. Ich bewundere diesen Mut, ich bewundere den Mut und die Tatsache, dass sie nicht vor der Einsamkeit fliehen. Nun, ich nehme an, Vio ist einfach irgendwie bescheiden. Also ist es ja nur natürlich, dass er so jemanden bewundern würde. Jedenfalls, diese Phages sind doch ein Heldenteam. Also hat jede farbige Kapsel einen anderen Effekt, nicht wahr? Natürlich! Jede dieser 5 Farben hat ihre eigene besondere Wirkung, aber geh einfach sicher, dass du nicht die Schwarze nimmst. Hä? Wieso? Nun, um ehrlich zu sein, dieses Macrophage ist irgendwie wurde irgendwie zu Krebs. Also, wenn du die hier schluckst, dann wird sich der Krebs in deinem Körper verteilen. Das ist viel zu gefährlich. Warum würde man überhaupt eine mutierte Krebszelle hier reintun? Das geht ja halt nicht anders. Das war die einzige Möglichkeit, um die Schwarze dort herzustellen. Hättest du nicht eine weiße oder eine grüne oder silberne machen können? Das wäre immer noch ein Heldenteam gewesen. Ich mag weiß oder grün nicht. Also steht das außer Frage. Und Silber muss der sechste Mitglied sein. Also geht das auch nicht. Oh, das ergibt Sinn. Nein, du solltest dann ihm nicht zustimmen. Du solltest sauer sein. Er hat Krebs hergestellt. Er hat also eine Biowaffe hergestellt, so indirekt. Der nächste Tanz zum Bewundern. Was schon skippert hier? Sieht aus wie Pockys. Das ist ein ziemlich großes Bündel von Kabeln. Du brauchst wahrscheinlich lange Zeit, keine weiteren mehr zu kaufen. Wovon redest du? Die sind in 0, nichts weg. Eigentlich könnten sie nicht mehr ausreichen, je nachdem, was du gerade herstellst. Wirklich? Leute, die keine Maschinen herstellen, verstehen das nicht. Aber man braucht viele Kabel und Kreisläufe und du brauchst auch Schrauben. Ich verstehe. Ich weiß überhaupt nichts über Maschinen, also bin ich wirklich überrascht. Ich dachte, du würdest es wissen, da du bei Tatoria lebst. Aber Tatoria macht ja nicht so viel mit Maschinen. Ja, ich bevorzuge es, an Medizin stattdessen zu arbeiten. Aber es ist sehr ermüdend, nur an Medizin zu arbeiten, also habe ich versucht, etwas Maschinenbezogenes mal hin und wieder herzustellen. Vielleicht liegt das an Ions Einfluss? Ich habe sogar angefangen, es zu genießen, mechanisches Zeug herzustellen.
Wirklich? Vielleicht sollten wir ja versuchen, etwas gemeinsam zu basteln. Ha? Ich habe das gerade erst bemerkt, aber was bedeutet dieses Label da auf dem Beutel? Mal sehen. Erhöhte Effizienz dank genetischer Rekombination. Wie ist es überhaupt möglich, dass die Genetik durch ein Kabel zu modifizieren? Oh, das liegt daran, weil es Pflanzenschnüre sind, die man als Kabel benutzen kann. Ich habe sie außerdem wie normale Kabel erscheinen lassen, also bemerkt man es nicht, wenn man sie nur ansieht. Also diese hier sind genetisch modifiziert. Ja, obwohl ich die Reinheit ein bisschen erhöht habe. Sie sind immer noch besser als normale. Was passiert, wenn man denn die Reinheit erhöht? Der Verlust von Energie, der die Kraft übermittelt, wird verringert. Also erhöht es auch die Energieeffizienz. Übrigens, die Reinheit, diese von denen hier sind, liegen bei 99,99996%. Das ist unglaublich. Du hast die Reinheit um 0,00005% erhöht im Vergleich zu den normalen. wie ich das getan habe, ist ein Verkaufsgeheimnis, aber es war ziemlich einfach. Ich verstehe nicht viel, was die beiden da sagen. Vielleicht sollte ich mir etwas Tee zum Trinken holen. Nerd Talk. Hi, Voltage Pius. Das ist verrückt. Laufen da nicht elektrische Schocks durch deinen Körper? Das stimmt. Das ist nicht richtig. Ist das überhaupt sicher? Es sieht ziemlich mächtig aus. Ich habe das Gefühl, dass es schwere Verbrennungen verursachen kann. Das ist okay. Ich habe das bereits bedacht. Außerdem würde ich doch niemals Eon solcher Gefahr aussetzen. Ich bin froh, dass du mich immerhin bei sowas an mich denkst. Aber das ändert ja nicht den Fakt, dass es elektrische Schocks abgibt. Ja, aber das ist nicht etwas, das deinen ganzen Körper unter Strom setzt, so wie du dir es vorstellst. Dieser Gigabolt Neuron wurde gebaut, um elektrische Schocks an die Neuronen in dein Hirn zu schicken. Direkt in mein Hirn? Das stimmt. Wenn das passiert, sorgt es sofort für einen Status des Erwachens und verbessert die Gesangsmagie. Übrigens, was sind denn Neuronen? Das sind praktisch gesehen Nervenzellen. Ah, ich verstehe. Ich habe noch niemals zuvor von sowas gehört. Mio, du weißt wirklich nicht sehr viel. Warum lernst du denn nicht viel häufiger? Es ist schockierend zu hören, dass so etwas von dir kommt, Atoria. Aber ist es wirklich sicher, dass elektrische Schocks durch das Hirn gehen? Das klingt schmerzhaft. Ich glaube nicht, dass man sich darum sorgen muss. Das Hirn führt ja nicht die Schmerzen. Warte, wirklich? Ja, aber es ist möglich, dass elektrische Schocks ein Schmerzsignal an den Rest des Körpers schicken können. Das wird nicht passieren, kein Grund zur Sorge. Naja, solange sie nicht zu stark sind, kannst du mal machen, ne? Aber halt nicht immer. Elektrische Schocks direkt zum Hirn, das kann nur Hirntod bedeuten. Ja, ja, Eis, ja, ja. Nee, ich denke mal, wenn du es nicht zu stark machst, dann passt das. Es schickt elektrische Schocks direkt ins Hirn. Ich war sehr vorsichtig, als ich das gebaut habe. Dein Körper könnte ein bisschen aufspringen, wenn du es benutzt, aber ich garantiere dir, es wird keinen Schmerz oder negativen Effekt haben.
Das ist dennoch ein bisschen gruselig. Nun, das ist dein, dein Gehirn steht hier auf dem Spiel. Es ist doch nur natürlich, dass man so empfindet. Und weitere Gespräche. Oh, ich glaube, ich werde niemals mit Hattoria fertig. Hattoria, wann wirst du denn die Erkältungsmedizin fertig machen? Sie ist auf dem Schrank hier. Du kannst sie gerade 50% günstiger haben. Ist das die, die du von Anfang an gemacht hast? Hast du sie verbessert? Nein, es ist eine Erfindung, die ich nicht verkaufen konnte. Ich bin mir nicht sicher, was ich damit tun sollte. Nun, ich bezweifle, viele Leute würden Erkältungsmedizin kaufen, die die nichts tut. Dann vielleicht sollte ich es ja 70% reduzieren. Das ist billig, ich nehme sie alle. Okay, vielen Dank. Tut mir leid, Hattoria. Ich denke, wir werden verzichten. Ja, das ist eine großartige Idee. Immerhin sind sie nutzlos. Tut mir leid, Feli. Ich befürchte, es braucht noch ein bisschen länger, bis ich die Erkältungsmedizin beenden kann. Ich verstehe. Aber wenn du es kannst, dann dann würde es mir viel bedeuten, wenn du sie schnell machst. Ich verstehe, wie du empfindest. Es ist sehr unschön, keine Heilung für deine Krankheit zu haben. Ich habe mich daran gewöhnt, aber es ist dennoch schmerzhaft. Hatschi! Feli, geht es dir gut? Ja, meine Nase kitzelt nur. Ion, fühl mal Felis Stirn. Mir geht es gut, wirklich. Meine Nase hat nur gejuckt. Ah! Feli, du hast Fieber, nicht wahr? Deine Stirn ist ja förmlich, also glüht ja förmlich. Wirklich? Du solltest nicht nach draußen gehen, wenn du Fieber hast. Das weißt du doch besser. Mir geht's gut, das ist nichts. Stures kleines Ding. Wow, wow, dir geht's gar nicht gut. Du hustest wie verrückt. Aber das ist nichts. Mir geht's gut. Feli? Ich denke, es ist am besten, wenn du heute nach Hause gehst. Wenn du weiter so machst, dann wird es nur schlimmer. Nein! Ich stimme zu. Du solltest nach Hause gehen und dich schön unter die Decke kuscheln. Du auch, Bio? Erfis? Wirst du mir auch sagen, dass ich nach Hause gehen soll? Ich werde traurig sein, wenn du leidest. Ja, es ist schwer, jemanden zu sehen, der einen so wichtig ist, wenn er so leidet. Ihr meint, ihr leidet wegen mir? Ja. Okay. Ich werde heute nach Hause gehen. Du solltest, Kopf hoch, Feli. Keiner von uns wird irgendwo hingehen, okay? Du kannst zurückkommen, wann auch immer du dich besser fühlst. Also, schau die schöne Seite des Lebens an. Du weißt, dass die Menschen dieses Sprichwort benutzen, ne? Die Krankheit fängt an in den irgendwas oder so. In den Geist. Ja, genau das. Du solltest diese Erkältung dich nicht umhauen lassen. Also, sei nicht depressiv. Ich habe das Gefühl, du wirst sie besiegen. Oh, okay. Danke, Hattoria. Ich habe das Gefühl, dass ich diese Erkältung jetzt besiegen kann. Aber versuch es nicht, überanstreng dich nicht, okay? Oder es wird noch schlimmer werden. Ja, ich komme zurück, wenn es mir besser geht, okay? Wir werden auf dich warten. Es mag vielleicht ein bisschen einsam werden in der Zwischenzeit. Dann werde ich besser, so schnell ich kann, gesund. Bye, bye.
Ich hoffe, sie kann, sie übersteht diese Erkältung. Ja. Ob wir viele jetzt wiedersehen? Hey, ich habe ein neues Rezept beendet. Wow, was für eine Art Rezept ist es denn dieses Mal? Ich habe es entworfen, um eine Menge Medizin herzustellen. Selbst wenn es nicht perfekt ist, bin ich mir ziemlich sicher, dass du daraus Medizin machen kannst. Jedenfalls hier für euch. Lots of wonder drugs. Viele wunderbare Drogen. Wundermedizin und starke noch dazu? Das ist einfach nur meine Vorhersage. Du musst es selbst herstellen, um das rauszufinden. Eieiei, ich werd alt. Ich werd tatsächlich alt. Aber wenn es viel davon ist, dann nehme ich an, dass Wundermedizin ja überhaupt nicht funktioniert. Es gibt eine Menge Krankheiten, nicht wahr? Also dachte ich mir, ich würde es sicher gestalten und die Grundlagen von allen abdecken. Eventuell wirst du damit einen Treffer landen. Das ist... Du machst mir kein Kompliment. Aber ich nehme an, es ist besser... es Schritt für Schritt zu machen, als aufs Ganze zu gehen. Ian, ich bin mir nicht sicher, dass du ihm ein wesentlich besseres Gefühl gibst. Aber bist du sicher, dass diese Wundermedizin irgendetwas heilen kann? Es ist eine Vorhersage, aber es ist an der Zeit, dass ich anfange zu lernen, wie man die herstellt. Ich möchte ja nicht ein Lügner genannt werden. Meinst du dein Versprechen mit Feli? Das stimmt, du hast es Feli versprochen, dass du ihre Krankheit heilst. Tatoria, du meinst es ernst? Natürlich, ich habe dir doch gesagt, ich nehme meine Versprechen nicht zurück. Außerdem ist es ja fast gegeben, dass sie jeden Tag hier ist, nicht wahr? Also in den kurzen Momenten, wo sie nicht hier ist, so wie heute, ist es ein bisschen einsam. Ja, ich frage mich, ob sie ihre Erkältung bereits überstanden hat. Aber ihr Körper ist auch so schwach. Es könnte schwer sein. Die Heilung könnte lange dauern. Noch viel mehr ein Grund, dass wir einen Weg finden müssen, das zu lösen. Du bist wirklich freundlich. Schals sind freundlich zu jedem. Was? Bist du nervös oder so? Warte mal. Weißt du überhaupt, was für eine Art Krankheit Feli hat? Nope. Deswegen mache ich Medizin, das praktisch gesehen auf alles funktioniert. Vielleicht solltest du anfangen, damit sie das zu fragen.